Sie haben gerade gesagt, so ein bisschen salopp, ganz sieht man ja heute, wie ich mich dann verändert habe. Das haben sich, glaube ich, fragen sich viele. Läuft der Harald Glöckler immer so rum? Oder gibt es den Glöckler, der in Rheinland-Pfalz lebt, übrigens wie unser? Wir sehen uns ja häufiger. Ich finde ihn authentisch und er läuft eben nicht immer genau so rum, sondern hat ganz verschiedene Varianten. Waren Sie da schon mal, Frau Glöckner? Sie nicken. Ja, wir besuchen uns gegenseitig. Ist nicht wahr. Sie waren schon im Schloss? Ja, und ja, der war schon bei mir. Und, ja. Kaffeeklatsch oder was macht ihr so? Und deshalb, duzen Sie sich auch. Ja, deshalb duzen wir uns. Okay. Ah ja. Und ist es schön bei Ihnen? Ja. Und bei ihr? Auch schön, natürlich, ja. Wunderschön. Und sie ist ja auch eine Prinzessin, die anderen Prinzessinnenleben vorführt. Das ist ja schön, das ist ja toll. Und ich brauche diese Ruhe. Ich wollte noch kurz sagen, für mich war wichtig, ich habe so erlebt, wie meine Mutter immer gelitten hat, habe aber auch erlebt, dass die Frauen, das war in meiner Kindheit so, immer die Starken waren. Immer die Starken, die Tanten, das waren die Starken. Und immer, wenn es hart auf hart kam, da haben sich die Männer unterm Rock versteckt und die Tante musste den Karren aus dem Dreck ziehen. Und deshalb habe ich. Und sie ist auch eine Starke. Ja, sie muss auch den Karren aus dem Dreck ziehen. Ja.